So. Hallo und herzlich willkommen zu den Technik-News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik geschehen ist, erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Die Marke Soundcore hat einen neuen Lautsprecher vorgestellt. Als erste Generation hatten sie den Boom 1. Das war ein wirklich sehr schöner Lautsprecher. Der war wirklich sehr, sehr günstig. Glaube ich, um die 100 Euro war der, genauso wie jetzt auch die zweite Generation. Und das Ganze wurde dann auch mit den größeren Lautsprechern verglichen, wie zum Beispiel von JBL, der Xtreme 2, der Xtreme 3. Damit konnte der sogar sehr, sehr gut mithalten, denn der Klang war einfach nur super und hatte auch einfach halt die Specs, die halt auch so ein JBL-Lautsprecher hatte. Jetzt, wie gesagt, gibt es davon auch eine zweite Version. Was so die Neuerungen sind, ist erstmal, dass es auf jeden Fall lauter ist. Denn das war auch schon bei der ersten Generation ein kleines Problem. Da haben die gesagt, ja, ist zwar schöner Klang, aber das Ganze könnte halt schon lauter sein. JBL macht da schon bessere Sachen. Jetzt kann man sagen, das Ganze ist ungefähr vergleichbar mit der Xtreme 3. Es ist jetzt schon sehr, sehr viel lauter geworden und das ist jetzt kein Problem mehr. Features hat er jetzt auch bekommen, sodass man jetzt auch dann noch einen Bassknopf oben drauf hat. Man kann also Bass an- und Bass ausmachen, so ein bisschen wieder Bass-Boost-Knopfe wie bei JBL-Lautsprechern. Und neue Lautstärke-Membranen haben die natürlich auch. Vorher war das Ganze, glaube ich, mit so zwei Mittel- und Hochtönern zusammen. Jetzt haben sie das Ganze getrennt gemacht. Genau weiß ich das jetzt auch nicht. Muss ja jetzt auch nicht zu technisch werden, das Video. Jedenfalls ist jetzt neu. Und das Ganze soll sich jetzt auch besser anhören. Als ich dann aber in die Tests reingehört habe, wo die das Ganze mit der älteren Generation verglichen haben, jetzt zu der neueren Generation und dann auch nochmal zu einem JBL-Lautsprecher, musste ich was anderes feststellen, denn ich fand, der Vorgänger hat sich sogar teilweise besser angehört. Wenn JBL einen neuen Lautsprecher vorstellt, ist es ja dann normalerweise so, sie verbessern auch den Hochton und das Ganze hört sich nochmal so ein bisschen klarer an, so ein bisschen klarer, halt so ohne dieses Technische dahinter, so. Vielleicht wisst ihr, wovon ich spreche. Das Ganze sollte ja eigentlich auch bei anderen Lautsprechern gelten. Das habe ich bei diesem Lautsprecher aber genau andersrum heute gehört. Nämlich, dass das Ganze dann einfach eben in diese technische reingegangen ist. Man kann aber auch noch sagen, Bass soll jetzt mehr geworden sein. Also es ist wirklich so ein basswuchtiger Lautsprecher. Und mit durch diese großen Bassmembranen. Und der Bass soll auf jeden Fall besser geworden sein. Aber wie gesagt, halt so der Klang. Also fand ich jetzt eher nicht so gut. Aber ich habe das Ganze ja nur über Kopfhörer gehört und jetzt auch nur über ein Video, was ja auch vom Mikrofon abhängig sein kann. Hier möchte ich jetzt also auch nicht zu große Sachen abgeben. Vielleicht bin ich auch einfach nur das Problem und sage jetzt hier nur irgendwas Doofes. Also da möchte ich jetzt nicht zu großes sagen. Hört lieber auf die YouTuber da draußen, die sagen, ja, der Lautsprecher ist ganz klar besser geworden. Sollte man sich jetzt diesen Lautsprecher kaufen oder nicht? Ich finde, für 100 Euro kann man da, glaube ich, gar nichts falsch machen. Selbst wenn man das jetzt mal zu anderen Lautsprechern vergleichen sollte, wie zum Beispiel jetzt die Xtreme 3, selbst wenn die jetzt besser ist, spart man hier immerhin noch die Hälfte des Preises. Und wenn man dann jetzt nochmal zu einem preislich vergleichbaren Lautsprecher guckt, wie zum Beispiel den kleineren JBL-Lautsprechern, wie zum Beispiel der Charge 5 oder jetzt der Flip 6, dann kann man wieder sagen, ja, dann wird der Boom 2 auf jeden Fall besser sein und ich glaube, dann wird man auch keine Bedenken haben, den zu kaufen. Man kann da, glaube ich, nichts falsch machen. Fujifilm hat eine neue Kamera vorgestellt. Es geht um die Instax Mini 99. Was ist das genau? Das ist eine Kamera, die Bilder ausdrucken kann. Aber jetzt auch nicht so eine etwas, würde ich mal sagen, eine richtige schon Hightech-Kamera, wo die dann auch dann über auf SD-Karten abgespeichert werden kann und auch zusätzlich noch gedruckt wird. Das ist eine reine analoge Kamera, das heißt, du legst da wirklich dann diesen Film oder dann halt dieses Papier rein, was du dann drucken willst mit den verschiedenen Filmsimulationen, wo du dann irgendwie kälter, wärmer machen kannst, halt durch diese ganzen Filter, die Filmfilter, die du dann bei Fujifilm hast, die natürlich auch wieder sehr, sehr viel kosten. Du hast dann in diesem Set, was du dir dann da kaufst, bei diesen Filtern irgendwie 10 Stück drinne und wenn du dann mehrere Fotos machen willst, zum Beispiel du gehst in Urlaub und machst zum Beispiel mehr als 10 Fotos, vielleicht auch mal 100, dann kann das natürlich auch sehr, sehr teuer sein und dann wirst du da ein bisschen was Geld ausgeben müssen. Ich finde die Idee von so einer Kamera wirklich super toll. Ich finde den Gedanken einfach cool,
direkt dann Bilder ausdrucken zu können und dann auch vielleicht auch dann den Leuten zu geben, die du gerade fotografiert hast, finde ich einfach ein schönes Gimmick. Nur ich glaube, ich fände es dann eher mit so einer Version besser, wo man das dann auch nochmal zusätzlich auf einer SD-Karte abspeichert und wo dann nicht dann direkt dann die Bilder weg sind. Oder wenn man jetzt nicht genau dafür eine Kamera sich kaufen möchte, macht man das dann vielleicht einfach mal und holt sich noch einen kleinen Drucker dazu und kann man dann einfach dann so einfach dann noch die Bilder dann aus einer normalen Kamera drucken, was halt dann auch vielleicht Vorteile hat, da die jetzt richtige Hauptkamera vielleicht auch ein bisschen besser ist. Was mich so ein bisschen momentan beschäftigt ist, ich habe mir letztens irgendwie so ein Video angeguckt, wie man seine Videos irgendwie so ein bisschen cinematischer gestalten kann. Da wurden dann irgendwie so welche Sachen vorgestellt, ja, mit komische Perspektiven zu filmen, das war mir auch schon ein bisschen klar, immer auf der schwarzen Seite filmen, also wenn man jetzt einen filmt, dann sollte man immer der von der dunklen Seite filmen und halt so welche Sachen alles. Aber halt auch die Empfehlung, CPL, also Polarfilter und halt auch Blackmist-Filter zu benutzen. Das sollte das Image mal so ein bisschen cinematischer gestalten. Ja, darüber habe ich jetzt mir die letzten Tage mal Gedanken gemacht und bin jetzt auf der Suche nach dem richtigen Blackmist-Filter und CPL-Filter. Bis jetzt bin ich auf dem Stand, K&F-Konzept macht so ein bisschen die besten. Ist ja klar, K&F-Konzept ist einfach das geilste von allem. Nichts gesponsert hier, ne? Da gibt es dann auch verschiedene Variationen mit, also einmal den normalen Blackmist-Filter, ein Achtel, ein Viertel. Das Ganze gibt es aber natürlich auch magnetisch, was ich dann sehr attraktiv fände, wo ich mir dann wahrscheinlich auch zulegen werde. Und also dann werde ich mal gespannt sein, ob es dann vielleicht das ganze Image hier auch nochmal cinematischer macht. Denn die Effekte sollen erstens sein, das Gesicht nochmal so ein bisschen perfekter zu machen, also jetzt dann die ganzen Unreinheiten ein bisschen halt unsichtbarer zu machen. Das ganze Gesicht wird halt ein bisschen softer und halt die Highlights so ein bisschen blumiger zu machen. Fände ich wirklich sehr nett. Sieht bestimmt sehr schön aus. Und momentan bin ich noch auf der Suche nach einer Zweitkamera. Und da sind jetzt meine Anforderungen so ein bisschen. Ja, also als erstes muss sie klein sein, denn ich möchte sie auch so ein bisschen für Streetfotografie benutzen. Also ein APS-C-Sensor fände ich sogar auch ganz attraktiv, denn wenn ich mir dann auch mal zum Beispiel ein Sigma 150 bis 600 mm kaufe, dann hätte ich mit einer APS-C-Kamera dann auch noch mit 900 mm und das ist natürlich super. Dann natürlich damit dann auch verbunden, wenn ich dann schon das Ganze mit einem Teleobjektiv benutze, sollte das Ganze dann vielleicht auch einen guten Autofokus haben, denn ja, Telezoom ist halt jetzt auch nur richtig benutzbar mit einem guten Autofokus. Megapixel-technisch sollte es so, ja, schon so über 20 Megapixel haben, denn es soll ja jetzt schon auch ein kleines Upgrade zu meiner Vollformatkamera sein, wenn ich jetzt nämlich einen 33-Megapixel-Sensor habe und den dann in APS-C-Crop versetze, habe ich dann ja, glaube ich, immer noch 17, irgendwie 12, irgendwie sowas Megapixel. Das sollte dann schon besser sein als das, damit sich das dann auch schon lohnt, eine APS-C-Kamera dann zu nutzen. Und natürlich auch ein weiteres Feature sollte noch gegeben sein. Am besten wäre natürlich auch noch, ich weiß aber, dass es momentan eher schwierig ist, das zu kriegen, ein 10, also 10-Bit-Videoaufnahme. Das heißt also für S-Log 3, damit ich das Ganze dann halt auch mit meiner A74 halt auch jetzt verknüpfen kann, dass ich dann halt auch beide Kameras, eine Zweitkamera hier dann stehen könnte. Und da ich natürlich auch meine ganzen Sony-Objektive damit nutzen möchte und nicht noch ganz viele andere neue dazu kaufen möchte, ja, ist halt die einzige Möglichkeit, das Ganze eine Sony-Kamera damit zu kaufen. So, oder halt eben halt eine andere Kamera mit halt Adaptern. Aber ich glaube, da bietet sich dann einfach eine Sony-Kamera an. So, und ich glaube, die einzige Kamera, die das momentan erfüllt, ist die Sony A6700. Das Einzige, was ich jetzt hier nur so finde, eigentlich wollte ich halt auch eine unter 1.000 € Kamera. Aber ich glaube, das wird da einfach nicht möglich sein. Ich glaube, ich muss da einfach ein bisschen mehr Geld investieren, wenn ich so eine Kamera haben will. Es gibt aber auch wirklich sehr, sehr schöne andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht dieses 10-Bit-Video haben möchten, machen würde oder halt diese Megapixel, da gibt es schon wirklich sehr, sehr attraktive Kameras für dann halt zum Beispiel die Streetfotografie. Da habe ich mir wirklich sehr schöne Videos angeguckt, die dann zum Beispiel ältere Sony NEX-Kameras empfohlen haben, wo man dann halt einfach dann auch schon die E-Mount-Objektive dran schrauben kann und einfach dann ein schönes kleines Paket hat für die Streetfotografie. Fand ich auch wirklich sehr attraktiv. Das könnte man dann vielleicht als Leica-Alternative machen, um dann auch die gleichen Objektive zu benutzen. Schön, aber halt wie gesagt jetzt nicht meinen Anforderungen jetzt entsprechend. Aber vielleicht einfach so als
Spaßkamera mal. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht auch noch weitere Empfehlungen für mich, was für eine Zweitkamera ich vielleicht kaufen könnte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das war's jetzt erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.